Wie stehen eigentlich die einzelnen Parteien zu dem Thema Klima- und Umweltschutz? Sind die Linke wirklich besser fürs Klima? Und ist der Rechte die Umwelt egal? Um diese Frage zu beantworten, habe ich mal ein paar Daten zusammengetragen. Zum Beispiel jeder hier von der Online-Wahlhilfe SmartVote. Sie haben von allen Kandidierenden für das Parlament wissen, wie wichtig ist für euch der Umweltschutz. Das Ergebnis ist wenig überraschend. Am wichtigsten ist es den Kandidierenden von der Grünen Partei und am wenigsten wichtig denen von der SVP. Oder der Tagesanzeiger hat sich zum Beispiel angeschaut, wie viel Platz nimmt der Umweltschutz und der Kampf gegen den Klimawandel im Parteiprogramm ein. Und auch hier liegen die Grünen vorne. Spannender wird es da schon bei dem Rating. Da haben die vier grossen Umweltorganisationen berechnet, wie umweltfreundlich ist das Abstimmungsverhalten der Parlamentarier. Und da bekommt man schon ein bisschen ein anderes Bild. Wenn man jetzt all diese Daten zusammennimmt, bekommt man einen Eindruck, wer und wie umwelt- und klimafreundlich Politik macht. Am besten schneiden in diesem Ranking die beiden Parteien ab, die sich das Thema gross auf die Fahne schreiben, nämlich die Grünen und die Grünen-Liberalen. Was sie in der Umweltpolitik erreichen wollen, da sind sich beide Parteien noch ziemlich einig. Die Schweiz muss beim Klimaschutz endlich eine Vorreiterrolle übernehmen. Nur wie sie das erreichen wollen, da unterscheiden sich die beiden Parteien. Die Grünen finden zum Beispiel, wenn man die Umwelt und das Klima wirklich schonen will, dann müssen wir auch unser Wirtschaftssystem grundlegend verändern. Zu einer Wirtschaft, die nicht das Klima kaputt macht. Die Grünliberalen sind da bürgerlicher und wirtschaftsfreundlicher. Das heisst, sie glauben, dass der Markt das regelt, wenn der Staat die richtigen Anreize setzt. Zum Beispiel mit Lenkungsabgaben. Wenn wir diese Strategie richtig umsetzen, ist sie eine riesige Chance für unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft. Dann gibt es in dem Ranking so etwas wie das Mittelfeld. Das sind die Parteien, wo der Klima- und Umweltschutz klassischerweise nicht zu oberst auf der Agenda steht. Aber auch sie haben sich in letzter Zeit für strengere Regeln eingesetzt. Sie stehen zum Beispiel alle hinter dem Pariser Klimaabkommen oder der Energiestrategie 2050 und unterstützen Massnahmen wie die Flugticketabgabe. Wenn schon so viel geflogen wird, dann muss wenigstens der Preis ungefähr stimmen. SP hat zudem einen Marshallplan präsentiert, wo drin steht, dass der Bund jedes Jahr zusätzlich 3 Milliarden investieren soll. Also für sie ist klar, der Staat muss handeln. Die CVP sieht sich eher so ein bisschen als die Stimme der Vernunft in der Mitte. Sie distanziert sich einerseits von der Linken mit ihrem Verbot und auf der anderen Seite von den marktgläubigen Rechten. Die BDP wiederum, die hat so als kleine Mittepartei ein bisschen Mühe, um mit ihrer Klimapolitik wahrgenommen zu werden. Aber nachdem das CO2-Gesetz im Nationalrat abgestürzt ist, unterstützt sie jetzt zum Beispiel die Gletscherinitiative. Und die will einen ambitionierten Klimaschutz in der Verfassung verankern. Und am Schluss von dem Ranking haben wir zwei interessante Fälle, nämlich die FDP und die SVP. Die FDP ist ja für ihre Umweltpolitik zuerst recht in die Kritik geraten und hat den Medien wirksam versprochen, einen umweltfreundlicheren Kurs einzuschlagen. Heute wollen wir die FDP neu positionieren. Ziel ist wirklich, dass wir mehr Ökologie durch liberale Umweltpolitik, zum Beispiel durch Innovationen, erreichen können. Viele Kritiker halten so einen Kurswechsel so kurz vor der Wahl eher für unglaubwürdig. Und wie ernst die Partei das wirklich meint, das muss sie tatsächlich zuerst noch beweisen. Die SVP hingegen bezeichnet die aktuelle Klimadiskussion als Schwarzmalerei und Panikmache. Und das steht wirklich so in ihrem Parteiprogramm. Ja, schauen Sie, wir wechseln die Themen nicht nach dem Wetter. Sie findet, unserer Umwelt geht es ja eigentlich schon ziemlich gut. Und strengere Gesetze bringen auch keine Verbesserung, wenn sich nicht wirklich alle Länder daran halten. Mit 20 Rappen mehr auf den Benzin oder mit noch teurem Heizöl wird doch das Klima weltweit nicht beeinflusst. Und das kritisieren wir, dass hier eine falsche Politik betrieben wird. Und wenn überhaupt, sollen umweltfreundliche Technologien und Massnahmen gefördert werden, und zwar über Steuerreduktionen. Also man sieht, ganz so eindeutig ist der Links-Rechts-Graben nicht. Gerade wenn man sich so Parteien wie die GLP anschaut. Und sowieso, das Ranking berücksichtigt jetzt gewisse Faktoren, aber das sind noch lange nicht alle. Was halt die Stufe der Rangliste? Siehst du das ganz ähnlich oder findest du, da bin ich anderer Meinung?